Willkommen, liebe Zuschauer und Modellbahnfreunde, zum Teil 4 Computersteuerung für Modellbahn. Ich hoffe, der dritte Teil war nicht zu trocken für Sie. Es war auch sehr viel Theorie und Sie haben sich hoffentlich nicht abschrecken lassen davon. Denn Wolfgang, was sagen wir immer? Wie bei der Fahrschule. Erst kommt die Theorie und dann die Praxis. So auch hier. Das lässt hoffen, dass es dann doch noch etwas einfacher wird. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Weil wir zeigen es dann richtig, welche Bausteine genutzt werden müssen und so weiter. Vielleicht nochmal grundsätzlich dazu. Das kann man aus den vergangenen Folgen im Prinzip ersehen. Wir sind vom Allgemeinen zum Besonderen, zu dem Detail gekommen. Und so wird es auch weitergehen. Das Detail am Ende, also unsere Pilotanlage, wird wieder reine Praxis sein, somit auch wesentlich einfacher. Also keine Panik, liebe Modellbahnfreunde. Wir wollten Sie auch nicht erschrecken mit so viel technischen Krimskrams, wie ich immer sage. Ja. Es gehört ganz einfach dazu. Ja, dann sind mir noch natürlich 2 Begriffe aufgefallen, über die ich gerne noch mal sprechen möchte. Denn mir ist aufgefallen, der Begriff Read-Kontakt. Ja. Der hat ja nun so gar nichts mit der Modellbahn zu tun. Wenn man das aus dem Englischen übersetzt, heißt Read eigentlich Stroh oder Schilfrohr. Schilfrohr. Ja. Fragezeichen hier auf meinem Kopf. Gut. Also, werte Zuschauer, zum Read-Kontakt. Read ist ein englischer Begriff, wie der Frank es schon sagte. Im Umgangsenglisch bedeutet er Schilfrohr. Im technischen Englisch heißt das Röhrchen. Und somit leitet sich ab ein Rohrkontakt. Das heißt also, wenn wir von Rückmeldekontakten reden, dann sprechen wir vom Verwendungszweck. Und wenn wir vom Read-Kontakt reden, dann von der Kontaktart, wie ich Ihnen letztlich in der letzten Sendung schon das zeigte, eine Röhre, eine Glasröhre, in welche Stahlzungen eingeschweißt sind. Im deutschsprachigen Raum nennt man den Read-Kontakt auch deswegen Schutzrohrkontakt, abgekürzt SRK. Ich denke, das war eine klasse Erklärung, wir haben das verstanden. Also Schilfrohr oder Strohrohr übersetzt sozusagen auf dieses Glasröhrchen. Macht ja auch Sinn. Richtig. Gut, dann ist noch ein zweiter Begriff gefallen, Widerstandsachse. Muss die Lok jetzt mehr ziehen? Oder was ist jetzt nochmal ganz genau eine Widerstandsachse? Das ist eine hinterhältige Frage, aber richtig. Denn ich habe ja in der letzten Sendung wirklich von einer Widerstandsachse gesprochen und habe dabei völlig offen gelassen, um welchen Widerstand es geht. Jeder Elektrotechniker unter Ihnen wird wissen, was ich meine, Otto Normalverbraucher natürlich nicht. Gemeint ist damit nicht der Widerstand, der mechanische Widerstand beim Rollen zum Beispiel. Das würde ja bedeuten, dass dann die Lok mehr ziehen müsste, ein erhöhter Rollwiderstand. Nein, den meine ich nicht. Ich meine einen ohmschen, also einen elektrischen Widerstand. Somit, wenn wir eine Widerstandsachse nehmen mit einem darin enthaltenen 20 Kiloohm Widerstand, dann produzieren wir so einen Verbraucher und können somit bei der Belegmeldung jeden Waggon über diesen Verbraucher eines 20 Kiloohm Widerstandes erfassen. Nun müssen wir aber dazu sagen, es gibt die sogenannten Widerstandsachsen, die also diesen Widerstand, diesen elektrischen Widerstand erzeugen, aber es ist käuflich. Also man kann solche Widerstandsachsen auch kaufen. Man kann das aber auch selbst machen. Richtig. Also jeder der Hersteller von Waggons bietet auch Widerstandsachsen an, ganz klar. Aber man kann es auch einfacher machen. Man nimmt eine Achse pro Waggon raus und behandelt die Isolierhülse eines Radsatzes mit einem Widerstandslack, auch Graphitlack genannt. Wie das passiert, können wir Ihnen dann gleich zeigen. So, dann würde ich sagen, wiederum genug der Vorrede. Lass uns einsteigen in Teil 4. Heute geht es schon etwas praktischer zu, hast du mir vorhin verraten. Und ich bin schon mal gespannt, was uns alles heute erwartet. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie wir mit dem vorhin genannten Widerstandslack verfahren. Wir nehmen als erstes aus einem Waggon eine Achse heraus und wir sehen jetzt hier unten die vorhin genannte Isolierhülse, ein Plastikteil. Ich nehme Widerstandslack und einen Tuschpinsel
und überstreiche den Bereich zwischen Radscheibe, Isolierhülse und Achse vollständig. Wenn dieser Widerstandslack ausgetrocknet ist, ausgehärtet ist, dann produzieren wir so einen hochohmigen Widerstand, ohmschen Widerstand, zwischen der Radscheibe und der Achse in Höhe von etwa 10 bis 50 Kiloohm. Das wäre im Prinzip die wesentlich einfachere Möglichkeit, einen ohmschen Verbraucher darzustellen, entweder also über die vorhin genannte Widerstandsachse oder noch einfacher, wie eben zu sehen, mittels Widerstandslack. Kommen wir nun zum vierten Teil unserer Sendereihe. Wir werden uns heute beschäftigen mit realen Blöcken, mit Prinzipschaltbildern, aber unter Nennung der Komponenten und von welchem Hersteller sie gefertigt werden. Wenn Ihnen das letztlich in der letzten Sendung vielleicht zu kompliziert erschien, nehmen Sie es nicht so schwer. Es war ein Überblick. Jetzt, von jetzt ab, wird es wesentlich einfacher werden. Schauen wir uns das mal an. Jetzt nehmen wir mal her die Rückmeldung wiederum mit Riedkontakten, wie wir es schon mal in der dritten Sendung hatten, aber jetzt unter Verwendung von Rocco-Fleischmann-Komponenten. Wir haben wiederum hier das Gleis, die Riedkontakte. Das sind jetzt natürlich Rocco-Kontakte. Da kann man also zwei Arten nehmen. Im Katalog sind sie enthalten mit den entsprechenden Artikelnummern. Der RK1 ist der Bremskontakt, Fahrtrichtung also nach rechts, bedeutet, wenn der Magnet unter der Lok diesen Kontakt schließt, wird dem Computer bzw. der Software gemeldet, der Block, der hier kommen wird, wird belegt werden. Zweitens, der Computer gibt an den Decoder in der Lok den Bremsbefehl, also wird hier die Bremsrampe eingeleitet. Schauen wir uns die nochmal an, die Bremsrampe, damit wir das in Erinnerung behalten. Also, wir kommen mit Reisegeschwindigkeit an. Von hier ab, wo der Kontakt kurzzeitig impulsartig geschlossen wird, fahren wir die Reisegeschwindigkeit linear runter auf die Kriechgeschwindigkeit, etwa bis hierhin. Den Rest des Weges, die restlichen 20% hier, legen wir mit Kriechgeschwindigkeit zurück. Wird der zweite Kontakt hier erreicht, das ist der sogenannte Haltekontakt, gibt der Computer bzw. die Software den Befehl an den Decoder Stopp. Also wird unvermittelt an diesem Punkt hier jede Lok anhalten. Was brauchen wir noch dazu? Und zwar, ich sagte ja schon in der dritten Sendung, dass die beiden Schaltzustände eines Riedkontaktes vom Computer so nicht verstanden werden. Also der Kontaktzustand offen oder geschlossen. Das müssen wir dem Computer übersetzen in eine für ihn verständliche Sprache. Dazu brauchen wir hier das Rocco-Rückmeldemodul Artikelnummer 10787. Da man ja in einer Modellbahnanlage nicht nur ein Rückmeldemodul braucht, sondern mehrere, werden mehrere dann in Reihe geschalten und wir gehen mit der ganzen Reihe von Rückmeldemodulen in den R-Bus auf der Hinterseite der Z21. Wir verwenden jetzt also hier das neueste Digitalsystem von Fleischmann und Rocco, Z21. Es gibt zwei Geräte. Einmal mit Artikelnummer 10820, das ist das schwarze Gerät. Oder wir können auch nehmen, in Verbindung mit diesen Rückmeldemodulen, die weiße Z21. Die ist leistungsseitig abgespeckt. In welcher Hinsicht, das behandeln wir mal später. Also, es ist in dem Falle völlig egal, ob wir die schwarze oder die weiße Z21 nehmen. Wir gehen mit dem einen Ende des Riedkontaktes in den Eingang 1, mit dem anderen in den Eingang 2. Der Pluspol hier ist kein elektrischer Pluspol, sondern ein Sammelpunkt. Wir gehen also von der gegenüberliegenden Schiene hier in den Pluspol.
mit dem anderen auf die Schiene. Das wäre jetzt im Prinzip eine Rückmeldung mit Riedkontakten, wo wir keine Trennstellen brauchen unter Verwendung von Rocco- und Fleischmann-Komponenten. Nochmal, welche Funktionen hat dieser Block? Erstens, bei Schließen des Bremskontaktes wird der Block, der da kommen wird, belegt gemeldet und gleichzeitig auch die Bremsrampe eingeleitet. Die Bremsrampe legen wir in der Software fest. Wie das gemacht wird, werden wir später zeigen. Und drittens hat der Computer damit die Möglichkeit, über die Belegmeldung, er weiß, wo ist welche Lok bzw. welcher Zug. Nun zum zweiten Rückmeldeverfahren mit Belegmeldern unter Nennung der Komponenten und der Hersteller dieser Komponenten. Also mit Belegmeldern oder auch Stromfühler genannt. Hier eine Möglichkeit, Litfinski-Belegmelder vom Typ GBM8 zu verwenden. Wie verschalten wir das Ganze? Wir sehen wieder das Gleis wie vorhin, Fahrtrichtung nach rechts. Die erste Trennstelle ist der Block Anfang. Hier hinten das Blockende mit zwei Trennstellen. Wie schon in der dritten Sendung genannt, sollten die Trennstellen 2 und 3 etwa 4 bis 5 cm auseinander liegen. Bei Verwendung von Litfinski-Belegmeldern brauchen wir auch die Rückmeldemodule 10787. Warum? Der Litfinski-Belegmelder gibt ein Datenformat aus, welches der Computer nicht verstehen würde. Also müssen wir dieses Datenformat wieder übersetzen mit dem gleichen Rückmeldemodul, was wir auch bei den Read-Kontakten verwendet haben. Folgende Verschaltung. Wir finden auf dem GBM8 zwei Klemmen JK benannt. Mit denen gehen wir hier auf das Gleis vor dem Block. So bezieht der GBM8 die Gleisspannung hier. Jene Strecke zwischen T1 und T2, das ist unsere Bremsstrecke. Das heißt, wird unsere Lok oder unser Zug hier in dem Bereich Verbraucher, fließt also ein Strom, dann wird dieser Block, der da kommen wird, belegt gemeldet. Die Bremsrampe wieder aktiviert, genauso wie bei Verwendung von Riedkontakten. Und so erfährt auch wiederum der Computer bzw. die Software, in welchem der Blöcke ist nun unser Zug. Verschaltung wie folgt. Wir gehen mit einem Draht von der Bremsstrecke auf den Eingang 1, von der Haltestrecke hier, dargestellt durch die Trennstellen T2, T3, gehen wir auf den Eingang 2 des Litfinski-Belegmelders GBM8. Rückmeldemodul verdrahten wir gemäß Gebrauchsanweisung, der dem GBM8 beiliegt, wie hier angekündigt, also 1:1 Verdrahtung. Brauchen wir nicht näher darauf einzugehen, können Sie der Bedienungsanleitung des GBM8 entnehmen. Da wir wiederum sicherlich mehr als nur einen Belegmelder brauchen, schalten wir die wieder in Reihe, bilden dadurch eine Kette und diese gesamte Kette stecken wir ein in den R-Bus wiederum entweder der schwarzen Z21 oder der weißen Z21. Der R-Bus befindet sich immer auf der Rückseite der jeweiligen eben genannten Geräte. Bremskurve wieder wie folgt. Das wiederholt sich jetzt eigentlich. Das ist immer das Gleiche. Ist die gleiche Bremskurve wie vorhin nochmal gezeigt. Wird die Lokomotive hier Verbraucher, wird die Bremsrampe eingeleitet. Die legen wir in der Software so steil oder so flach, das ist ja eine Relativaussage, dass wir nach etwa 80% der realen Blocklänge Kriechgeschwindigkeit erreichen. Wir fahren mit Kriechgeschwindigkeit vor. Wird die Lok hier Verbraucher, dann
sagt der Computer dem Decoder in der Lok, Achtung, Stopp, also der Fahrbefehl wird auf 0 gesetzt. Vorteil ist nun, verlieren wir jetzt hier in diesem Bereich einen Waggon, zum Beispiel einen beleuchteten Waggon, dann wäre er ja ein Verbraucher, also bleibt dieser Block gesperrt, obwohl der andere Zug schon vorne rausfährt. Es kann kein nachfolgender Zug auffahren. Oder wenn wir nicht beleuchtete Waggons haben, hatte ich Ihnen ja vorhin schon gesagt und gezeigt, wir nehmen einen Radsatz pro Waggon raus, behandeln den mit Graphitlack. So ausgerüstete Waggons sind Verbraucher und werden also hier erfasst und der Block bleibt belegt, falls Sie einen solchen Waggon hier verlieren sollten. So viel also zur Möglichkeit der Belegmeldern mittels Belegmeldern der Firma Litvinsky. Nun kommen wir zu einem anderen Verfahren, ebenfalls wieder mit Belegmeldern. Der ist in Summe etwas einfacher als hier dargestellt, aber hat eine Einschränkung und auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen. Nun zur zweiten Variante von Belegmeldern, nämlich unter Verwendung von Uhlenbrock-Belegmeldern. Und die haben eine Besonderheit, die uns die Verdrahtung etwas vereinfachen, haben aber auch eine Einschränkung und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Schauen wir uns das an. Also nochmal, Rückmeldung mit Belegmeldern oder auch Stromfühler genannt, unter Verwendung des Uhlenbrock-Belegmelders Artikelnummer 63320. Das Besondere an diesem Uhlenbrock-Belegmelder ist, dass er das vorhin genannte Rückmeldemodul bereits implementiert, also eingebaut hat. Wir brauchen also nicht, wie bei dem Litvinsky-Belegmelder, nun einen Belegmelder und ein Rückmeldemodul, sondern das ist jetzt hier eine Einheit, ein Kasten. Hat aber eine entscheidende Einschränkung. Uhlenbrock-Produkte arbeiten im Lokonet. Die weiße Z21 ist nicht Lokonet-fähig, nur die schwarze. Und das genau ist die Einschränkung. Obwohl wir es jetzt hier in der Verdrahtung mit den Uhlenbrock-Rückmeldern wesentlich einfacher haben, brauchen wir aber hier zwingenderweise die schwarze Z21. Nur die hat diesen Lokonet-Eingang, bei uns bezeichnet mit L-Bus, wie Lokonet-Bus. Im Prinzip ansonsten völlig das Gleiche. Verdrahtungsseitig ändert sich hier ein bisschen was. Wir geben also nicht auf dieses Rückmeldemodul die komplette Gleisspannung, sondern wir gehen nur mit einem Pol hier auf den Anschluss, bezeichnet mit Digitalspannung, gehen da rein, klemmen hier die Bremsstrecke auf, hier die Haltestrecke. Sollten mehrere Uhlenbrock-Rückmeldemodule oder Belegmelder nötig sein, dann werden die in Reihe geschalten und die ganze Kette von Belegmeldern im L-Bus der schwarzen Z21 eingesteckt. Funktionsweise ansonsten völlig die gleiche. Und genau dieses einfache Verfahren mit der schwarzen Z21 in Verbindung werden wir nun auch in der Pilotanlage aufbauen. Ich sagte Ihnen ja vorhin, es klang am Anfang alles etwas kompliziert, vielleicht auch unübersichtlich, aber es war nötig, um den Überblick zu geben. Jetzt im konkreten Aufbau sehen wir, wird alles wieder ganz einfach. Nachdem wir vorhin gesehen haben, wie wird ein Block gebildet, installiert im Rahmen einer Prinzipdarstellung, wollen wir nun zum konkreten Anlagenbau kommen. Ich sagte ja, wir wollen letztendlich eine Pilotanlage bauen. Welche Elemente brauchen wir dazu für diese Pilotanlage? Fangen wir an mit der Z21. Wir nehmen hier aus gutem Grund, wie auch schon dargestellt, die schwarze Z21. Warum?
Wir wollen ja mit einem Uhlenbrock-Rückmelder arbeiten und wollen auch hier beweisen, dass die schwarze Z21 Fremdprodukte wie die zum Beispiel von Uhlenbrock sich anschließen lassen. Also eine schwarze Z21. Hier haben wir dann das Netzteil, was zum Lieferumfang der Z21 gehört. Damit gehen wir mit dem Hohlstecker in den Eingang DC Power. Hier vorne im X-Bus-Eingang können wir eine Multimaus anschließen oder auch eine Lokmaus 2, wie man möchte. Des Weiteren brauchen wir einen WLAN-Router, der gehört ja ohnehin zum Lieferumfang einer Z21. Den sollten wir auch nutzen, denn es ist für uns wesentlich einfacher, den Computer über den WLAN-Router an die Z21 zu bringen als direkt. Wenn wir ihn schon haben, nutzen wir ihn auch. Wir verbinden über den gelben Port, Eingangsport des WLAN-Routers mit einem LAN-Kabel, wird auch mitgeliefert, gehen wir hier in den LAN-Eingang der Z21. Des Weiteren brauchen wir eine Spannungsversorgung. Hier ist das Netzteil zum WLAN-Router mit Stecker. Und wir verbinden unseren Computer über den zweiten gelben Port am WLAN-Router mit einem LAN-Kabel den Computer. Hier oben haben wir unser Gleissystem. In dem Falle werden wir verwenden Geoline der Firma Rocco. Ich habe jetzt hier mal nachgebildet jenen Block, den wir auch in der Prinzipskizze gesehen haben. Gleis, Trennstelle, Bremsstrecke, Trennstelle, Gleisende. Hier hinten wäre ein Prellbock. Das heißt also, wir befahren diesen Block bremsend in diese Richtung, von links kommend nach rechts fahrend. Würde also bedeuten, das wäre unsere Bremsstrecke, das unsere Haltestrecke. Damit wir ein entsprechendes Signal hier an unsere Digitalzentrale kriegen, nehmen wir hier das Uhlenbrock-Rückmeldemodul Artikel Nummer 63320, legen hier auf den Eingang Digitalspannung die Digitalspannung dieses Gleises hier, dieser Schiene, gehen mit dem Eingang 1 auf die Bremsstrecke, mit dem Eingang 2 auf die Haltestrecke. Mit einem mitgelieferten Kabel, Buskabel, verbinden wir hier das Uhlenbrock-Rückmeldemodul mit der Zentrale über den hinten befindlichen L-Bus-Eingang oder Lokonet-Eingang. In dieser schwarzen Z21 befindet sich auch ein Interface, ein freies Interface. Wir können hier also jede beliebige Software verwenden. Das hatten wir am Eingang, also in der zweiten Folge unserer Sendereihe, bereits schon behandelt. Also hier ist ein Interface drin, was alle digitalen Fahr- und Schaltbefehle in ein verständliches Datenformat für den Computer übersetzt. Das wäre jetzt jene Prinzipsdarstellung, die wir dann auch auf unserer Pilotanlage wiederfinden werden, und wir werden auch dieses Prinzipschaltbild so genau dort umsetzen.